Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Ich hatte gerade einen übelst krassen Einfall. Ich habe ja überlegt, wie ich diese ganzen bunten Perlen da bekommen soll. Und da kam mir die Idee, dass ich vielleicht... Also, ich habe gerade erst so versucht, ich habe gerade eine Fischreuse mir noch schnell gekauft. Jetzt gerade zwischen den Folgen. Hab sie platziert und wollte da jetzt hier so krassen Köder reintun. Das klingt ja voll krass, einen Köder reintun. Hat aber nichts gebracht. Weil man hier anscheinend nicht wie in dem folgenden Teil einfach einen Reusen Köder reintun kann. Also kann ich da jetzt auch keine krassen... Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Hirnfurz. Ihr kennt mich. Aber ich kann ja, wenn ich hier unbedingt irgendwie Fische oder sowas züchten möchte, ja vielleicht einfach so ein Fischbecken mal bei Lotus bauen lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Und vielleicht kann ich da hier diese... Man kann ja hier auch diese Venusmuscheln kaufen. Und vielleicht kann ich da in diesen Fischbecken Venusmuscheln züchten. Und vielleicht lassen dann diese bunten, lustigen kleinen Perlen fallen. Und dann so, bam, Party hard, habe ich dann diese bunten Perlen und kann dann... kann ich das nicht? Ach, ich brauche bestimmt eine Sichel. Deswegen, ja, das war jetzt bestimmt... Wow, guck dich das an, so ein kleiner Wirbel, so... Pschiu, richtig krass. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vielleicht ist es auch übelst offensichtlich, dass es so funktioniert. Aber für mein kleines Spatzenhirn, weil jetzt diesen Gedankengang zu entwickeln, eine... Oh, ich muss mich anders hinsetzen. Eine große Leistung. Also ich bin jetzt ja schon fast stolz darauf, dass ich auf diese unglaubliche Idee gekommen bin. So, wir entfernen mal jetzt hier diese Felder. Die braucht kein Mensch mehr. Nein, dafür haben wir jetzt hier weiche Felder. Und wir... Das fällt mir gerade ein, wir haben uns in der letzten Folge gar nicht die Saatgutscheune angeguckt. Schande auf mein Haupt. Schande auf mein Haupt. So. Fertig. So. Total übertrieben, ne? Ich brauche gar nicht so viele Felder, aber vielleicht lasse ich die einfach hier so, um etwas Druck aufzubauen, dass ich hier ein bisschen mehr anbauen sollte. Mache ich jetzt vermutlich auch, weil ich doof bin. So. Ja. Die Saat... Alter, ich dachte gerade, ich hätte irgendwie meinen Hund getroffen. Kyoto, bell doch nicht einfach los. Alter, bellt das Tier einfach los. Meine Güte. So. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht wieder vor... Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so viel brauche. Gucken wir mal. Ich esse mal wieder ein bisschen was. Steckrüben. Steckrübensamen. Nein, ich esse jetzt hier keine... Steckrübensamen, gehackten Rettich esse ich. So, das habe ich euch allen gezeigt. Und einen Tomatensaft trinke ich hinterher. Ach, so geil war der jetzt auch nicht. Und der Karottensaft auch noch. Und da war irgendwie genauso frustrierend. Na toll. Trotzdem packe ich jetzt hier. So. Ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt hier tue. Vermutlich, meine Vermutung ist einfach, dass ich mich selbst hasse. Warum baue ich denn hier so viel an? Ich kann mich nie im Leben um diese ganzen... Ach, ich übertreib's einfach so maßlos, wisst ihr? Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel von den Mochis gegessen. Das war sinnlos. Ich meine, wer braucht denn hier bitte so viele Felder? Das ist total sinnloser Kack. Im Himmels Willen. Na gut. Der Wahnsinn ist endgültig auf dieser Farm hier angekommen. Ich baue an und kenne kein Limit. Das ist ganz schlimm, ich schäme mich. So, so, euch knuddel ich alle. Und ja, die Scheiße hängt uns hier schon fast bis zum, bis zum Hals. Deswegen mache ich jetzt hier mal extra für euch weg. Exklusiv. So. Ich wollte heute selbstverständlich wieder nach Westtown gehen und an die ganzen Minen mich versuchen. Einfach nur in der Hoffnung, dass wir ein paar Glitzersteine bekommen. Ach, das ist wundervoll. Und dann gehen wir auf jeden Fall auch noch zu Lotus und gucken, dass wir so ein Fischgehege irgendwie zusammengebastelt kriegen. Das wäre auch super. Warte mal. Habt ihr jetzt hier alles, was ihr braucht? Habe ich euch jetzt hier alle versorgt? Ja, geknuddelt, gefüttert. Leckerli gegeben. So, wenn ihr ganz lieb seid, füllt euch euer Futter auf, was eigentlich total irrelevant ist.
weil ihr eh noch für 4 Tage Futter habt. Aber hey, wir haben halt die Zeit. So, eigentlich haben wir die Zeit nicht. Okay, weiter geht's. Mäjo. Eure Scheiße mach ich auch mal wieder weg. Ich bin mal so gütig. So. Jetzt ist hier mal wieder ein bisschen Ordnung. Ja. Dass wir nicht ganz so assimäßig in Scheiße untergehen. So, Lilly. Anuk. Nina. So, Mistgabel. Wollschere. Was? Keiner von der Spalten will geschoren werden? Na gut. Dann melken wir einfach nur Anuk. Das war ja gleich mal ein Triple Moo hintereinander. So. Okay. Und dann werden noch die Leckerschen schön verteilt. Eins für Nina, eins für Anuk. Anuk. Und Lilly. Perfekt. Wie Lilly immer rumspringt, könnte ich mich weghauen. So. Und Kyoto sitzt hier ganz alleine in der Ecke. Hey, kleiner Mann, komm mal raus. Übrigens, ich habe ja zum Test einmal diesen übelst krassen Köter gekauft. In Lulukoko. Und durch das Geld, was ich da ausgegeben habe, habe ich übrigens, ja, Rang C voll gekriegt. Mit so einem voll krassen Vorhängeschloss wieder. Richtig toll. Das heißt, wir haben ja versendete Güter. Wir müssen 100.000 einnehmen und 10 aus deiner Molkerei. Okay, 10 Molkerei-Produkte versenden. Und mit Tototara und Kaolila mal reden. Was haben wir denn momentan hier als Versandstadt ausgewählt? Okay, das wechseln wir mal auf Lulukoko. Versandort ändern. Lulukoko. So, wir müssen mal eben 100.000 einnehmen. Kriegen wir hin. Wir müssen da eigentlich einfach nur unsere ganzen Edelsteine verkaufen. Aber nein, wir machen das jetzt ein bisschen gemütlich. So, allgemein. Hier regnet es schön rein. Das sieht auch ganz gut aus. Der macht auch noch so sein Ding. Ja, ist noch nicht fertig. Okay. Hier wächst langsam was. Das finde ich super nice. Vom Wachstum her. Ja. Okay. Gut. Die Saatgutscheune, genau. Oh Gott, ich bin so gemein zu euch. Ich vergesse das andauernd. So, die Saatgutscheune, meine Friends. My Friends. Hier ist er. Die gute alte Saatgutscheune. Wo setzen wir denn das gute Ding mal hin? Wir schmeißen es einfach jetzt hier hin, oder? So. Und hier ist er. Fertig. Sehr unspektakulär, aber hier ist die erledigt. Baue eine Saatgutscheune. Yeah! Das war, für was war denn das überhaupt? Farmaufgabe war das, ne? Verschicke eine 2-Sternfeldfrucht, wo ich eigentlich mal nachgucken sollte, wie ich das mache. Und, achso, ich muss beides hier machen. Und noch eine Molkerei bauen. Hä? Krieg mal hin. Das scheint mir sogar genug. Gucken wir mal. So. Gurkensamen, Tage, Zeit benötigt. 10 Stunden. Kartoffelsamen, Erdbeersamen, Tomatensamen. Oh mein Gott, so viele Samen, Bananen. Shiitake-Sporen. Können wir Seitlingssporen? Okay. Ich weiß nicht, wie ich die Sterne erhöhe. Okay, Steckrilling. Die hat ja schon mal hier einen Stern. Wie mache ich denn da 2 Sterne raus? Okay, das braucht ein bisschen hier. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen dann ein bisschen dahinter. Ich muss vermutlich einfach noch mehr düngen. Ich denke mal, ich weiß jetzt wirklich nicht, der Gedanke kam mir gerade. Fortschritt überprüfen, genau. Je nachdem, wie hoch diese Parameter hier sind, wird das hier bestimmt. Und ich denke mal, wenn ich das noch mehr dünge und alles und so, dann wird das hier auch höher.
Da hätte ich vielleicht mal gucken sollen. Wartet mal. Herstellen. Rettich, Kartoffeln, Gurken. Da könnte ich am ehesten dann vielleicht auch eine gute Gurkensaat irgendwie herstellen mal. Oder die Erdbeeren. Muss ich vermutlich einfach mal ein bisschen hier den ganzen Scheiß mal düngen. Dass meine, oh, die Settlingsporen schon fertig. Das ging schnell. Dass ich hier meine Crops halt von der Qualität einfach verbessert kriege. Gut, gerade hier bei Sachen, die länger brauchen. Steckrüben und sowas ist auch schwierig. Aber hier, die Gurken. Und ja, genau, Gurken und Erdbeeren in erster Linie. Das kann man ja auch ruhig mal hier probieren. Ja, so süßer Dünger. Nein, noch mal Ding. Achso, ich habe ja schon gedüngt, ne, heute. Okay, gut, dann halt nicht. Aber später dann. Das ist mal ganz viel, gerade die Sachen, die mehrmals, die länger brauchen, ganz viel Dünge. Und dann es schaffe mal eine 2-Sterne-Frucht zu verkaufen. Guck mal. Boah, das, jetzt kriegt das hier langsam schon so den Touch von dem alten Story of Seasons. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin gerade ziemlich atemlos durch die Nacht. Wir schauen, was Liebe mit uns macht. So, Fischgehege hier. Warte. Farmbestandteil, so bis wir einen Teil ausbauen. Was möchtest du machen? Pütz, Tierspielplatz, Fischgehege, Wasserquelle, Fischgehege, Holz 20. Ich kann eins bauen. Boah, 20 Holz. Und wie sieht es aus mit der Molkerei jetzt so langsam? Eventuell, ich frage, ask for a friend. Wo ist die Molkerei? Ah. Noch 5-mal Eisen fehlt uns. Das kriegen wir noch zusammen, Leute. Das kriegen wir noch zusammen. 5-mal Eisen. Fische und Perlen züchten. Habt ihr es gesehen? Perlen züchten. Genau, das wollten wir. Wir wollten, also ich wollte ja hier so lustige Perlen haben. Boah, ich bin so gut. Es ist schon fast peinlich, dass ich stolz darauf bin. Jedes Fabrikprodukt, ach du Scheiße. Jede Art Milch, jede Frucht. Ich bin schon fast stolz darauf, dass ich schon alleine drauf gekommen bin, dass das Perlenzucht ist mit diesem Fischding. Vielleicht schaffe ich es auch noch, ein zweites Fischgehege zu bauen. Ich habe eventuell noch so ein bisschen Zeug, was ich für Holz weiterverarbeiten kann in meinem Inventar. Also in meiner Kiste zu Hause an der Farm. Da brauche ich vielleicht sogar noch ein zweites Fischgehege. Schauen wir mal. Aber vorher möchte ich hier gerne noch ein bisschen... Ach, ich habe hier was liegen lassen. Eine glänzende Münze. Gucken wir mal, ob wir hier Glitzersteine oder Eisen finden. Sehr gut. Oh, wieder Eisen. Guckt euch an. 2-mal Eisen, jetzt fehlt nur noch 3-mal Eisen. 3-mal Eisen, Popeisen. Dubidubidu, wir brauchen nur noch 3-mal Eisen. Und jetzt brauchen wir nur noch 2-mal Eisen. Oh, 2 Glitzersteine, das ist ja fast wie ein 6er im Lotto hier. Guckt euch an, 2 Glitzersteinchen. Ich werde wirklich jeden Tag hier abbauen. Das ist sehr gut für meinen Glitzerstein. Für meinen Glitzerstein-Level. So, hier noch ein bisschen. Na, daneben. Ah, noch mehr Eisen. Sehr gut. Und, nee, das war jetzt nur Glas. Ich muss ein bisschen aufpassen, wegen meiner Energie. So, ich glaube, wir haben jetzt hier langsam, ne? Sieht gar nicht mehr so schlecht aus hier mit dem Eisen. Da können wir eventuell jetzt wirklich in dieser Folge eiskalt... Na? Ja, ihr ahnt es. Die Molkerei bauen. Das gucken wir mal hier. Daifuku. Baller ich mir noch rein. Boah. Da ärgere ich mich. Daifuku macht so satt. Warum habe ich davon 2 auf einmal gegessen? Was hat mich dazu geritten, das zu tun? Okay, das war jetzt hier sehr traurig, die Ausbeute. Okay, Peridot kann man extrem gut verkaufen, aber es geht nicht ums Geld, es geht um das, was man bauen kann. Was ist denn hier los? Eigentlich müsste ich auch mal mit denen hier reden. Hier, Darsteller. Da gibt es ja auch noch irgendwie, dass man sich ein Theaterstück oder sowas angucken kann. Sollte ich eigentlich mal machen, ne? Mache ich aber nie. Weil ich doof bin.
Irgendwann mal, auf jeden Fall. Ich bin da gerade relativ schmerzbefreit. Denn ich möchte jetzt. Was möchte ich eigentlich? Ach ja, gucken, ob ich noch Holz zusammenkriege. Kriegt diese Frau Holz zusammen oder wird sie es nicht schaffen? Das alles erfahren Sie in der nächsten Folge von Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Bye. Nein, Spaß. Nein, die Folge geht noch weiter. Keine Sorge. Noch ist es nicht vorbei. Die Folge geht, glaube ich, auch noch ein bisschen länger, als sie sollte. Oh, wei. So, der ganze Weizen hier. Die Banane tun wir rein. Die Milch. Die Eier. Noch mehr Eier. Und noch mehr Eier. Oh, so viele Eier. Ich liebe es, das Wort Eier zu sagen. Da bin ich immer voll dabei. So, Haustierfutter. Königsköder. Nennen das mal. Fischreuse, Kauknochen. Kamille. Und Ajo! Das klingt so lustig. Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich die ganze Zeit einfach nur Ajo sagen, weil das so lustig klingt, wenn ich das sage. Mit meinem Sächsisch. Die Ajo. Oh Gott, ich hasse mich manchmal so dafür, was ich hier sage. So, oh, 9-mal Eisen. Richtig gut. Dann wird's doch noch was mit der Molkerei. So, Arad, Peridot, Florin, Platin, Münze, alte Münze. Egal wie viel Holz wir jetzt hier noch zusammenkriegen, wir werden auf jeden Fall gleich noch die Molkerei bauen. Daunenpuschel, so. Nehmen. Mal alles hier ein bisschen zusammenschmeißen. So. Okay. Holz. Wie viel Unkraut ich habe, das ist nicht normal. Aber keine Äste, Zweige oder sowas? Doch, hier. Nee, aber nur. Okay. Okay. Das war's? Das war's? Na gut, wartet, wartet. Ich. Mutti kümmert sich. Wir haben kein Holz. Krass. Müssten wir eigentlich schon mal kaufen. Aber der gute Farmer erinnert sich. Wir haben ja noch zwei Nadelbäume hier unten. Aha. Was bedeutet, dass wir hier noch ein bisschen an Holz rankommen? Wir haben mal genug Energie. Und der Nadelbaum hier müsste eh gleich staunen gehen. Ich habe da schon so viel dagegen geschlagen. Ich glaube, 20 Mal Holz brauchen wir doch für einmal, ne? Mal gucken, ob wir das zusammenkriegen. Ah, könnte knapp werden. Wir gucken mal. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Wobei, ich glaube, Ludus. Hey, stopp! Ludus hat, glaube ich, auch bis 18 Uhr offen. Von daher ist das, glaube ich, soweit auch kein Problem jetzt. Schauen wir mal. Ast. Oh. Oh, 19 Äste. Ha! Okay, das reicht. Auf jeden Fall. So, dann knabber ich kurz noch was. Ja, ich knabber Tomatensaft. Knabber dir auch gerne Tomatensaft. Na, das reicht nicht wirklich, oder? Komm, egal, ich probier's. Dann knabber ich mal an meinem Tomatensaft. So, ach, das reicht locker. So. Und jetzt auf zu Ludus mit Mopsgeschwindigkeit. Ah. Nein, ich muss. Wieso gehe ich jetzt hier lang? Also, kann man nicht hier die Venusmuscheln kaufen? Aber selbst wenn man die hier kaufen konnte. Oh. Müssen die den hier eh schon zu haben. Das war gerade total sinnlos, dass ich jetzt hier so rumgelaufen bin. Aber hey, egal. Warum ich auch gehe, am Ende. Ich komme. Hauptsache, ich komme bei Ludus am Ende raus. Außerdem passiert sehr oft hier was in dieser Stadt. Vielleicht haben wir den Cutscene jetzt. Oh, haben wir sogar. Geil. Kreativblockade. Hey, was ist denn? Guten Tag, Yumi. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Was für ein Wetter, Was gibt's denn? Ich? Ach, ich versuche gerade ein paar Designs für meinen neuen Haarschmuck zu entwerfen. Unglücklicherweise will mir schon seit Wochen nichts einfallen. Es ist zum Verrücktwerden.
Mir fällt ein, ich habe immer noch keine anderen Klamotten. Eigentlich sollte ich mal vielleicht mal um meine Kleidung kümmern. Der Juwelier, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, stellt momentan eine große Ausstellung auf die Beine. Er würde gerne einige meiner Schmuckstücke ausstellen, aber es müssen brandneue Designs sein. Tja, kannst nichts machen, Bro. Ciao. Es stört mich nicht, dass die Aufgabe so plötzlich und anspruchsvoll ist. Mein Lehrmeister war schon immer so. Es ist nur, jeder Teilnehmer muss etwas zu einem vorgegebenen Thema anfertigen. Ich wurde beauftragt, 3 Stücke herzustellen, die jeweils die Stimmung von Western, Lulukogo und Tsuyokusa widerspiegeln. Ich verbringe 4 Zeit in allen 3 Städten. Es ist also nicht so, als hätte ich gar keine Ideen. Aber bisher hatte nichts das gewisse Etwas. Ich habe sogar ein paar Geschichtsbücher über die Städte gelesen. Aber das hat mir nur noch mehr durcheinander gebracht. Oh nein. Oh, nicht doch. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Mit meinen Schmuckstücken zu der Ausstellung beizutragen zu dürfen, ist eine große Ehre. Ich mache mir nur viel zu viele Gedanken. Ich muss einfach mein Bestes geben und Schmuckstücke entwerfen, die dem Anlass angemessen sind. Also gut, wenn du mich nun bitte entschuldigen würdest. Oh, der Arme. Yusuki scheint eine kreative Blockade zu haben. Kann ich ihm irgendwie helfen? Findet gemeinsam eine Idee. Bring ihm Dinge, die ihn inspirieren könnten. Die Frage ist, was von beiden jetzt besser ist. Also, wenn ich ihm... Eigentlich ist... Ach, ich weiß nicht. Natürlich gemeinsam eine Idee finden ist, glaube ich, an sich besser, weil wir da unseren, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, unseren Zusammenhalt stärken können. Weil wenn ich ihm das hier mache, würde ich ihm zwar indirekt helfen, aber irgendwie ihn dann doch damit alleine lassen. Die Frage ist, was mehr bringt. Boah, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Bring ihm Dinge, die ihn inspirieren könnten, findet gemeinsam eine Idee. Ich glaube, in real würde ich eher das hier machen. Bring ihm Dinge. Okay. Okay. Also, wir reden jetzt quasi mit ganz vielen Leuten im Westtown und fragen sie, was typisch für ihre Stadt ist. Vermutlich reden wir jetzt mit ganz vielen Leuten in Tsuyokusa und dann noch in Lulukoko, kann das sein? Ah, ist Lulukoko. Na, was könnt ihr denn hier so, hier, ne? Yusuki hat doch voll die Blockade und so, wisst ihr was? Ist, glaube ich... Ich weiß nicht. Nein, dieses Design ist nicht gut genug. Vielleicht das? Nein, das passt auch nicht. Wenn ich doch nur noch mehr Referenzmaterial zur Orientierung hätte. Oh, hallo, Yume. Brauchst du etwas? Kann ich... Was ist das? Ich glaube, das war wirklich die bessere Entscheidung, das zu machen. Beispiel, wir sind ein Bauer, was wissen wir schon von Design? Und das sollen ja auch Yuzukis eigene Ideen sein und nicht unsere. Du hast mir Dinge gebracht, die mich hoffentlich inspirieren werden? Oh. Oh, noch mehr? Meine Güte, diese Box ist ganz schön schwer. Sie muss bis zum Rand mit Dingen gefüllt sein. Und es guckt da gerade nicht so begeistert. All diese Dinge. Oh, habe ich jetzt noch mehr verwirrt. Nachdem sich unsere Wege getrennt haben, hast du nach allem gesucht? Nach all dem gesucht, Yume? Oh Gott, ich glaube, das war scheiße von uns.
Dumme. Oh nein, haben wir das ganz verwirrt. Tut mir leid, ich bin so glücklich, dass wir beinahe auf heute drehen kommen. Was? Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unglaublich dankbar ich dir gerade bin. Oh, jetzt, nachdem du all diese Arbeit auf dich genommen hast, muss ich mich ganz besonders anstrengen, um etwas Großartiges herzustellen. Oh mein Gott, jetzt hat er noch mehr Druck. Jetzt wird er platzen, wie ein Luftballon. Nun denn, wir sehen uns sicher bald wieder. Komm gut nach Hause. Oh. Oh. Okay. Gut. Hatten wir wieder... Oh, es muss mich aber beeilen, dass ich rechtzeitig auch zu Ludus komme, um Himmels Willen. Auf zu Ludus. Hallo, Komari. Noch schnell so Komari entgegenschmeißen. So, ey, hi, was geht? Und schnell ab zu Ludus. Noch ein zweites Fischdingsi bauen. Ich weiß nicht, wie es heißt gerade. Ich nenne es einfach Fischdingsi. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann die Moll... Verdammt. Hat Ludus heute geschlossen? Hat... Es... Hat... Okay, ich hab's verkackt. Okay, es kann gut sein, dass Ludus heute zu hat. Na gut, dann machen wir das morgen. Wir gucken uns das Wetter so lange mal an. Und das Wetter für morgen. Sonne, Sonne, Regen, Sonne, 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 Regen, Sonne, 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 Sonne. Okay. Dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, you made let's play Story of Seasons Trio of Towns, wenn es nicht total dumm regnet und Ludus Urlaub hat und ich voll am Ausrasten bin deswegen innerlich. Oh mein Gott. Gut, wobei, eine Sache noch. Ich gucke, ob wir hier irgendwie, ich weiß nicht, bei Kaulila, weiß nicht, Venusmuscheln kaufen können. Kaulila, können wir bei dir... Venusmuscheln kaufen. Seidling. Na, ganz toll. Vanille, Essig, Öl. Steinsalz. Kaffee. Kreiselschnecke, Klaffmuschel. Ich will Venusmuscheln, ne? Currypulver, Steinsalz. Was zur Hölle? Zum Bröckeln verhärtete Salzkristalle, die aussehen wie kleine Diamantensplitter. Nee. Okay, Freunde. Wie gesagt, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, für mich Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Tschüss.